Ja, auch von meiner Seite her einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr euch heute hier eingefunden habt am Pfingstsonntag. Ich glaube, wenn man auf der Straße eine Umfrage durchführen würde, was denn eigentlich unsere Feste alles zu bedeuten haben, dann würden es wahrscheinlich bei Weihnachten noch die meisten wissen, bei Ostern auch noch. In Deutschland heißt Auffahrt Christi Himmelfahrt, da steckt eigentlich im Namen drin, was das Fest bedeutet, dass Christus in den Himmel aufgefahren ist. Bei Pfingsten weiß es nicht mal die Hälfte. Also nicht mal die Hälfte der Menschen auf der Straße weiß, was an Pfingsten gefeiert wird. Und mein Ziel als allererstes ist, dass hier keiner aus dem Raum geht, ohne zu wissen, was die Bedeutung von Pfingsten ist. Und nicht nur, was dieser Feiertag für einen Hintergrund hat, sondern was für eine ganz persönliche Bedeutung für dein Leben Pfingsten hat. Und ich möchte daher gerne ein paar Verse vorlesen aus der Apostelgeschichte 2 und darf ich euch bitten, dafür alle aufzustehen. Oh, Devi, komm bitte. Müsst ihr sitzen bleiben wegen Corona? Habe ich das vergessen? Fabian? Also kommt, dann steht doch alle einmal auf, um dem Wort Gottes die Ehre zu geben, die es verdient. Heieiei, so viel Revolution hier in einem Gottesdienst, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Also, der Hintergrund ist der vom Pfingstfest, dass Jesus war gerade in den Himmel aufgestiegen, also Christi Himmelfahrt war gerade erst und Jesus hat den Jüngern die Anweisung gegeben, auf etwas zu warten und das passiert jetzt. Schließlich kam das Pfingstfest, jüdisch Shavuot, das Erntedankfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Nicht nur die Jünger von Jesus, sondern noch ganz viele andere Menschen, 120 insgesamt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ich danke euch vielmals, dass ihr die Übung mitgemacht habt. Dürft euch wieder hinsetzen. So, an Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Erde und hat die Jünger von Jesus erfüllt. Das war ein Riesengeschenk, das ist vor fast 2000 Jahren passiert und dem gedenken wir bis heute und es hat eine persönliche Bedeutung für dein Leben, denn der Heilige Geist ist ein Geschenk. Und ich möchte in diese Predigt einsteigen, indem ich erstmal ein bisschen über Geschenke rede. Wer von euch mag Geschenke? Ja, seid noch ein bisschen müde, ihr seid es nicht so gewohnt mit dem Aufstehen und so weiter. Wer von euch hat schon mal ein Geschenk bekommen, mit dem er nichts anfangen konnte? Okay. Die Ehrlichen melden sich. Also ich habe mal zu Weihnachten ein Geschenk von meinen Eltern bekommen, mit dem konnte ich nicht so wirklich viel anfangen. Sorry Mama und Papa, ihr wisst es, ich habe es euch direkt danach gesagt, ich habe von ihnen ein Keyboard geschenkt bekommen. Und der Gedanke dahinter war eigentlich sehr gut. Nämlich meine Mom hat mitgekriegt, dass ich gern Klavier spielen lernen würde, und hat mir deshalb als Ermutigung ein Keyboard besorgt, mir zu Weihnachten geschenkt, mit dem Ziel, dass ich Keyboard lernen kann. Das Problem war nur, ich habe das jetzt nicht so eingesehen, weil wir hatten tatsächlich in unserem Haus im Wohnzimmer ein Klavier und ich war jetzt halt der Meinung, ja, wenn ich Klavier lernen möchte, dann hocke ich mich ans Klavier und doch nicht an so ein kleines Keyboard. Und ich bin ja eh groß und das Keyboard war jetzt nicht so groß und so ein Klavier ist ja viel bequemer. Also ich hab mich nicht so sehr drüber gefreut. Ich habe das ehren können, der Gedanke dahinter und habe mich so gesehen schon gefreut, dass ich ein Geschenk kriege. Aber ich habe den Nutzen davon nicht so gesehen. Und weil ich überhaupt nicht gut darin bin, Begeisterung zu faken, habe ich meinen Eltern gesagt, das ist mega lieb von euch, aber ich glaube, ich werde es jetzt eher nicht so brauchen. Also auf der einen Seite habe ich mich gefreut, auf der anderen Seite, ja, ich werde es halt kaum benutzen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist so ein Geschenk ist. Ein Geschenk, das wir bekommen haben und mit dem wir vielleicht manchmal gar nicht so viel anzufangen wissen. Wir kriegen manchmal Geschenke, da wissen wir nicht so ganz, was sollen wir damit anfangen. Wir wissen nicht, wozu haben wir das und wir haben vielleicht auch den Wert davon nicht ganz verstanden. Und vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist als Geschenk für uns auf die Erde gekommen. Und ich sage nicht, dass wir den Heiligen Geist nicht wertschätzen, aber es ist ein Geschenk mit dem Heiligen Geist gekommen,
das bei manchen Menschen zumindest nicht so ganz die Beachtung findet, die es eigentlich verdient hat. Und ich rede vom sogenannten Zungengebet oder auch dem Beten in unbekannten Sprachen. Also beten in einer anderen Sprache. Als der Heilige Geist kam, hat er nicht nur die 12 Jünger von Jesus erfüllt, sondern er hat 120 Menschen erfüllt, die dort beisammen saßen und gewartet haben, dass der Heilige Geist kommt. Und das ist etwas total Spannendes, weil vorher gab es das einfach nicht. Vorher hat der Heilige Geist höchstens mal einzelne Personen erfüllt. Zum Beispiel sehen wir das bei David im Alten Testament. Da steht, da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn, David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Also es ist hier explizit erwähnt, wie eine Einzelperson den Heiligen Geist bekommt. Und das bedeutet ja erstmal, dass David bis zu dem Zeitpunkt den Heiligen Geist gar nicht hatte. Und das ging vielen Menschen so. Die meisten Menschen lebten und waren gläubig, haben an Gott geglaubt, aber sie hatten den Heiligen Geist nicht. Und hier lesen wir von einer Ausnahme, wo David, König David, als er gesalbt wird zum König, den Heiligen Geist ausnahmsweise bekommt. Und David war ja schon vorher total hingebungsvoll, hat Gott gedient und da musste was Spezielles passieren, bis er überhaupt mal den Heiligen Geist bekommt. Die meisten Menschen damals, zur Zeit vom Alten Testament, haben gelebt, ohne je vom Heiligen Geist erfüllt worden zu sein. Und einfach schon mal hier der erste Punkt, wir sind total gesegnet, wir alle dürfen den Heiligen Geist haben, wenn wir an Jesus glauben. Das gab es vor 2000 Jahren einfach nur in Ausnahmesituationen. So, und jetzt seit Pfingsten ist es so, alle bekommen den, nicht nur Könige, nicht nur Apostel, nicht nur die mit einer weißen Weste, auch nicht nur Männer, sondern einfach alle Menschen, die an Jesus glauben, kriegen seit Pfingsten den Heiligen Geist. Und mit dem Heiligen Geist kamen jetzt eben auch die Geistesgaben. Und eine Gabe ist ein Geschenk. Deshalb habe ich hier diese Geschenkbox mitgebracht, einfach als ganz klares Symbol. Gott beschenkt uns mit Geistesgaben. Die kommen durch den Heiligen Geist. Da wäre zum Beispiel einmal die Gabe, Krankheiten zu heilen. Da wäre die Gabe, zu leiten, die Gabe, Weisheit mitzuteilen, Prophetien. Und es gibt noch ganz viele andere Gaben. Aber heute möchte ich über eine einzige sprechen, nämlich das Zungengebet oder auch das Beten in neuen, unbekannten Sprachen. Ich werde Zungengebet sagen. Das kommt nicht von der Zunge, die wir im Mund haben, sondern es kommt von der Zunge im Sinne von Sprache. Man kann in vielen Zungen reden, man kann in vielen Sprachen reden. Deshalb, ich sage lieber Zungengebet, das geht ein bisschen schneller von den Lippen. Also, was ist das Zungengebet? Das Zungengebet ist eine neue Art von Gebet, das uns der Heilige Geist schenkt. Und das findet eben, wie der Name schon sagt, nicht mehr in unserer Sprache statt, je nachdem, was du sprichst, Deutsch, Englisch, Spanisch, Schweizerdeutsch, ist nicht mehr in deiner Sprache, sondern es ist in einer neuen, unbekannten Sprache, die du selber nicht mal verstehst. Und die wird uns eben vom Heiligen Geist eingegeben. Das ist ein Geschenk, eine Gabe von ihm. Und eben, es ist was Übernatürliches. Das ist nichts, was jeder kann. Das ist was Übernatürliches. Und manche von euch werden vielleicht schon seit Jahren in Zungen beten und sprechen und für die ist das dann vielleicht gar nicht mehr so übernatürlich, aber es ist übernatürlich und für euch ist es dann einfach natürlich übernatürlich. Und wir alle sind dazu berufen, so einen übernatürlichen Lebensstil zu leben. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist es deine Aufgabe, einen übernatürlichen Lebensstil zu leben. Also solche übernatürlichen Dinge in unser Leben mit reinzunehmen, wie das Zungengebet. Und ich möchte jetzt einfach auf dieses Zungengebet eingehen und ich habe vorher von meinem Keyboard erzählt, dass ich damals nicht genau wusste, was ich jetzt mit dem anfangen soll. Heute ist es übrigens mittlerweile so, dass das Keyboard sehr wohl Anwendung findet. Ich habe das ins Zimmer meiner Stieftochter gestellt und habe ihr so ein bisschen Klavierspielen beigebracht mit dem, was ich kann. Jetzt lernt sie langsam Noten lesen. Ich habe das Keyboard früher nicht ganz gecheckt, was ich damit machen soll. Und heute erfüllt es einen wunderbaren Zweck. Und ich glaube, mit dem Zungengebet geht es vielen von uns auch so. Manche fragen sich vielleicht, brauche ich das? Das ist doch so eine komische Sache. Man betet da in unbekannten Sprachen. Ist das denn überhaupt wichtig? Und bei mir geht es mit dem Zungengebet heute auch so. Ich habe das früher nicht ganz verstanden. Ich habe nicht ganz gedacht, dass ich das brauche. Und heute versuche ich regelmäßig in Zungen zu beten. Und mein Ziel ist es eigentlich, dass ich das völlig natürlich jeden Tag tue. Vielleicht fühlen sich von euch jetzt nicht alle ertappt, weil viele von euch schon in Zungen beten. Aber ich habe den Eindruck gehabt, ich soll heute zu den Menschen sprechen, die so nicht ganz wissen, was sie von diesem Zungengebet halten sollen. Die da vielleicht eben so diese
Ich mache manchmal die Beobachtung, dass das Zungengebet als seltsam wahrgenommen wird und dass viele Christen so ein bisschen sagen, ja, ich brauche das nicht. Und dann gibt es aber auch andere, die wollen gerne in Zungen beten, aber die haben bisher noch nicht damit angefangen. Und auch zu denen möchte ich heute sprechen. Wenn du zu einer von diesen beiden Gruppen gehörst, dann hoffe ich, dass ich dich heute erreiche, dass ich dir entweder erklären kann, warum das Zungengebet so wichtig ist für uns. Und wenn du zur anderen Gruppe gehörst, also wir haben schon lange dafür gebetet, dass heute viele Menschen das Zungengebet kriegen können, die es bisher noch nicht haben. Und wenn du zu keiner dieser zwei Gruppen gehörst, dann darfst du jetzt trotzdem zuhören. Vielleicht schaffe ich es ja bei dir einfach generell wieder eine Begeisterung für das Thema zu wecken. Oder du hockst einfach hier und fragst dich, ob der Heilige Geist sonst noch eine Aufgabe für dich hat, wie du im Gottesdienst mitwirken kannst, irgendwie einen Eindruck oder sowas. So, wenn wir über das Zungengebet reden, dann müssen wir natürlich erstmal in die Bibel gucken. Was steht da zum Zungengebet? Wir haben jetzt vorher gelesen, wie es an Pfingsten, am ersten Pfingstfest, das Zungengebet auf die Erde kam und Menschen in Zungen gebetet haben. Aber es gibt auch noch andere Verse, und zwar in dem ersten Korintherbrief. Das ist ein Brief, den hat Paulus an die Korinther geschrieben. Das ist eine neu gegründete Gemeinde in Griechenland. Und bevor wir diese Verse lesen, muss ich noch was zur Ausgangssituation sagen. Die Menschen in Korinth, die waren ein bisschen speziell, nämlich in dem Sinne, dass sie den Geistesgaben eine völlig übertriebene Bedeutung beigemessen haben. Also die haben die Geistesgaben eigentlich genutzt, um mit denen zu glänzen voreinander und voreinander zu prahlen. Also ich stelle mir das so vor, dass sich dann da jemand hingestellt hat und gesagt hat, seht her, wie toll ich in Zungen beten kann. Und dann hat er angefangen, schalala, bam, bam und dies, das. Und die Leute haben das gesehen, wie toll diese Person ist, dass er die Geistesgaben hat und da jetzt so in Zungen beten kann. Und Paulus schreibt eben dieser Gemeinde mit dem Hintergrund, dass dort die Geistesgaben völlig eine übertriebene Bedeutung gekriegt haben. Und Paulus versucht es zu korrigieren. Und er schreibt dann im Kapitel 13 über die Liebe. Und wir lesen jetzt Kapitel 14 und da hat der erste Satz auch nochmal mit der Liebe zu tun. Er sagt, das also soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird und eben nicht von Prahlerei. Und dann schreibt er aber auch über die Geistesgaben. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Das ist nicht das Zungengebet, sondern das ist das prophetische Reden. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Jetzt geht es ums Zungengebet. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht. Es bleibt ein Geheimnis. Also Paulus stellt einfach mal klar, am wichtigsten ist die Liebe. Ihr sollt einander lieben. Und dann haben so Spielereien wie ich gebe jetzt mit meinen Geistesgaben an, haben dann keinen Platz. Aber Paulus stellt auch die Bedeutung von den Geistesgaben ganz klar fest. Also er schreibt, bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten. Und dann geht es weiter, er schreibt, wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Und dann sagt er, ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Also zusammengefasst, Paulus spricht hier im Wesentlichen von zwei Geistesgaben, nämlich dem prophetischen Reden und dem Zungengebet. Und die beide haben einen unterschiedlichen Zweck. Ihr seht es auch auf den Folien. Beim prophetischen Reden, das richtet sich bewusst an die Menschen, und das Zungengebet, das richtet sich an Gott. Das prophetische Reden, das dient der Gemeinde, und das Zungengebet, das bringt dich selbst im Glauben weiter. Also das dient eigentlich dir. Und er sagt halt dieser Gemeinde in Korinth, wo das Zungengebet total überbewertet wird, wo alle möglichst viel in Zungen beten, um zu zeigen, wie toll sie sind, denen sagt er das, hey, aber das prophetische Reden ist wichtiger.
Und ich glaube, das gilt auch noch heute, dass es prophetische Reden wichtiger ist. Aber jetzt passiert ein Missverständnis, dass eben viele meinen, dass das Zungengebet nicht wichtig sei. Aber wenn wir genau in die Verse reingucken, dann sehen wir dort, dass Paulus sagt, ich wünschte, ihr alle könntet in Zungen reden. Also hier einfach nicht verwechseln. Ja, das prophetische Reden mag wichtiger sein, aber das Zungengebet ist ebenso wichtig. Und das macht Paulus ganz klar. Und er schreibt auch später, dass er unglaublich viel in fremden Sprachen betet. Also hier bitte nicht das Missverständnis, auf das Missverständnis hören, dass das Zungengebet nicht wichtig sei. Es ist sehr wohl wichtig. Es hat einfach einen anderen Zweck als das prophetische Reden. Also das Zungengebet bringt dich im Glauben weiter, oder auch in der Luther-Übersetzung heißt es erbaut dich. Sondern wenn jetzt manche sagen, ich brauche das Zungengebet nicht und ich habe Leute schon das sagen hören, dann macht mich das persönlich immer nachdenklich. Wenn Leute sagen, ich bin mit meinem Glaubensleben zufrieden, es läuft gut und ich brauche diese Erbauung nicht, dann macht mich das persönlich immer ein bisschen nachdenklich. Ich will jetzt kein zu großes Thema draus machen, man könnte da eine ganz eigene Predigt drüber machen, aber mein Verständnis von uns Menschen ist das, dass wir ohne unseren Schöpfer völlig aufgeschmissen sind. Wenn ich die Bibel lese, die einzelnen Geschichten lese, dann lese ich da ein Menschenbild heraus von Menschen, die sind total verloren, ohne Gott. Die kriegen nichts zustande und völlig egal, welche Person aus der Bibel du nimmst, die erreichen ihre Ziele oder vollbringen große Taten nur durch Gottes Hilfe. Keiner von denen schafft irgendwas alleine. Also das Menschenbild der Bibel ist eigentlich ein Menschenbild von super abhängigen Menschen. Und wenn jetzt manche Leute so sagen, ich brauche das Zungengebet nicht. Also ich habe versucht, es nett zu formulieren, aber ich will es eigentlich gar nicht nett formulieren. Wenn Menschen sagen, ich brauche so eine Hilfe wie das Zungengebet nicht, dann ist das dumm. Also wer bin denn ich, wenn Gott einen Plan für mich hat, hey, guck mal, ich gebe dir hier was zur persönlichen Erbauung, das soll dich im Glauben weiterbringen, hier, nimm das. Und ich sage so, nee, brauche ich nicht. Also wenn ihr es nett sagen wollt, sagt es nett, aber ich sage das so, dann sind wir dumm, wenn wir so ein Geschenk nicht annehmen. Also als Christ reif zu werden, das bedeutet nicht, dass ich immer unabhängiger von Gott werde und immer besser alleine klarkomme, sondern als Christ zu reifen bedeutet genau diese Geschenke anzunehmen und mir einzugestehen, dass ich super abhängig von Gott bin. Und ich persönlich brauche das so krass in meinem Glaubensleben, dass ich in Zungen bete zur persönlichen Erbauung. Und ich weiß nicht, ob hier jemand sitzt, der bisher gedacht hat, er könne darauf verzichten, aber ich behaupte, du kannst es nicht. Lass uns dieses Geschenk nicht wegtun, sondern benutzen. Das Zungengebet ist so eine geniale Erfindung von Gott, dass wir in unserem Glauben erbaut werden. Heute Morgen kam ein Eindruck aus dem Gebetsteam von einer Paketstation, in der diese Geistesgaben, diese Geschenke in so einer Paketstation gelagert sind. Und diese Geschenke liegen alle dort und sind bereit, mitgenommen zu werden. Und ich möchte den Eindruck an der Stelle gerade einbauen. Falls hier Leute da sind, die bisher diese Geschenke haben liegen lassen in der Paketstation und noch nicht abgeholt haben, dann holt euch bitte heute Morgen diese Geschenke ab, holt euch die Geistesgaben ab. Und bei manchen von euch wird es das Zungengebet sein. Nehmt dieses Paket heute mit. Aber das Zungengebet ist mehr als nur eine Erbauung. Das Zungengebet ist auch noch was anderes. Und zwar ist es eine unglaubliche, intime Form des Gebets. Der durchschnittliche Schweizer, ich nehme an, auch der Deutsche, hat einen durchschnittlichen Wortschatz von etwa 10.000 bis 12.000 Wörtern. Das sind die Wörter, die man selber aktiv benutzt, also die man in den Sprachgebrauch einfließen lässt. Verstehen tun wir noch viel mehr Wörter, aber jeder von uns benutzt durchschnittlich 10.000 bis 12.000 Wörter. So, ich bin seit September verlobt und wenn ich Draga gerne sagen möchte, wie sehr ich in sie verliebt bin, dann merke ich, wie ich manchmal an meine Grenzen stoße. Dann merke ich einfach, dass die Wörter, die ich ausspreche, dass die nicht ganz das transportieren können, was ich ihr eigentlich sagen möchte. Wenn ich ihr sagen möchte, wie toll sie ist und wie fantastisch ich sie finde, dann werden meine Wörter dem manchmal nicht gerecht. So, und jetzt geht es mir bei Draga so und sie ist auch fantastisch, aber sie ist ein Mensch. Wie viel mehr habe ich das Problem, wenn ich mit Gott rede? Und dafür gibt uns Gott eben eine neue Sprache, mit der wir zu Gott beten können. Und ich selber verstehe manchmal schon gar nicht mehr, was im Zungengebet gesagt wird.
Aber das sind die Wörter, die Gott viel mehr gerecht werden als dem, was ich mit meinen Wörtern ausdrucken kann. Also es ist eine unglaublich intime Erfahrung, das Zungengebet. Das ist für mich die intimste Form des Gebets. Und jetzt bleibt die Frage, wie bekomme ich das Zungengebet, wenn ich es denn noch nicht habe? Und ich möchte euch an der Stelle gerne von mir erzählen, wie ich das erlebt habe. Und zwar war das im Jahr 2016, bin ich getauft worden. Und nach der Taufe hat der Raffi eine Predigt gehalten über den Heiligen Geist und hat uns Täuflinge ermutigt, zu Menschen hinzugehen, die schon ein bisschen weiter sind im Glauben als wir, uns dort einzuladen und mit ihnen dafür zu beten, für den Heiligen Geist. Und mir war vor allem das Zungengebet lag mir auf dem Herzen und ich habe mich beim Erich Theis eingeladen, den kennen viele von euch. Wir haben uns dann bei ihm getroffen, haben zusammen Abend gegessen, dann haben wir uns hingesetzt mit unseren Bibeln. Er hat mir ein bisschen über das Zungengebet erzählt, was so in der Bibel dazu steht. Dann hat er mir noch erzählt, wie sein Vater das Zungengebet bekommen hat, wie er das Zungengebet bekommen hat. Und dann irgendwann kam der Moment, wo es dann ernst wurde, wo er dann gesagt hat, so und jetzt beten wir, dass du das Zungengebet bekommst. Und ich saß halt einfach da und ich habe gewusst, ich bin ein Kopfmensch, ich denke unglaublich viel und ich hatte so eine Vorstellung vom Zungengebet, dass man dann völlig die Kontrolle verliert und alles macht nur noch Gott. Und dann saß ich so da und der Erich hat angefangen zu beten und dann hat er in Zungen gebetet. Und ich sag euch, so eine schöne Sprache habt ihr noch nie gehört. Das war irgendein Mix aus dem Elbisch, aus Herr der Ringe und Latein. Und er hat in Zungen gebetet und ich saß da und habe gedacht, Herr, ich will auch so schön in Zungen beten können. Und das Problem ist, dass bei den meisten klingt das Zungengebet erstmal halt nach Schalala, Bam, Bam, dies, das. So. Und ich saß da und war völlig überwältigt davon, wie er in Zungen betet und habe dann auch noch gebetet, ja Herr, jetzt komm, lass mich in Zungen beten. Aber es kam einfach nichts. Also aus irgendeinem Grund hat der Heilige Geist nicht bei mir die Kontrolle übernommen und mir das Zungengebet gegeben. Und ich bin einigermaßen entmutigt, nachher nach Hause gegangen. Ich habe versucht, was ich wollte. Ich habe dann einfach irgendwann auf Deutsch gebetet. Ich habe nicht angefangen, in Zungen zu beten. Ich habe mich ein bisschen entmutigt gefühlt, aber ich habe nicht aufgegeben. Und ich bin dann, also was ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht verstanden habe, das möchte ich an der Stelle sagen. Das Zungengebet hat nichts damit zu tun, dass wir die Kontrolle abgeben und einfach nur noch irgendwelche Marionetten und Dummies sind. Das Zungengebet bedeutet, dass wir in Zungen sprechen und der Heilige Geist uns die Worte eingibt. Das ist Kooperation und nicht eine Machtübernahme. Der Heilige Geist, und das ist egal, um welche Geistesgabe es geht, der Heilige Geist hat kein Interesse daran, die Kontrolle über uns zu übernehmen, sondern er möchte mit uns gemeinsam die Geistesgaben entdecken und sie uns schenken. Und es soll eine Kooperation sein mit dem Heiligen Geist. Und ich hatte das zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Aber ich habe, wie gesagt, nicht aufgegeben. Und ich bin dann einige Monate später an einem Event gewesen von unserem Pfingstverband, von YouthNet, von der Jugend. Und habe dort ein weiteres Mal für mich beten lassen. Da hat ein junger Mann vom Go For It, dieser Jüngerschaftsschule, für mich gebetet. Und er hat gesagt, jetzt geh in die Ecke und fang einfach an. Und dann müsst ihr euch vorstellen, großer Event, 300 Leute da. Da habe ich mir irgendwo eine dunkle Ecke gesucht, weil in dunklen Ecken ist es ja auch immer ein bisschen heiliger. Und habe einfach gehofft, dass mich niemand sieht und noch viel mehr auch niemand hört. Und dann habe ich einfach mal angefangen. Und ich kann euch sagen, am Anfang war es völlig unspektakulär, schalala bam bam. Und ich habe aber nicht aufgehört, ich habe geschalala bam bamt, was das Zeug hält, ich sag's euch. Und dann habe ich angefangen, am Anfang nur so ganz kurze Sätze und mit der Zeit sind es immer längere Sätze geworden und mit der Zeit ist es immer weniger schalala bam bam gewesen und immer mehr eine eigene, neue Sprache. Und ich habe nach diesem Event immer noch mehrfach die Gelegenheit genutzt, irgendwo mich ein bisschen zurückzuziehen und einfach das Zungengebet zu trainieren. Es hatte wirklich was von einem Training. Und ich habe mich die ganze Zeit unsicher gefühlt, ist es das jetzt? Weil es hat sich so unspektakulär angefühlt. Ich habe am Anfang noch so Babywörter benutzt und mit der Zeit ist es ein bisschen ausgefeilter geworden. Ich habe auch irgendwann gemerkt, dass es wirklich nicht mehr ich bin, der sich jetzt überlegt, was er sagt, sondern dass das von woanders kommt. Aber der Durchbruch kam irgendwann an der Youth Church, an unserem Jugendgottesdienst, wo ich
in Zungen gebetet habe und gemerkt habe, es ist eine eigene Sprache und ich habe auf einmal am ganzen Körper gefühlt, dass jetzt der Heilige Geist da ist. Und das war für mich die Bestätigung, jawohl, das ist das Zungengebet. Und ich bin mir sicher, dass es vielen, die sich das Zungengebet schon lange wünschen, dass die sich vielleicht darin ein bisschen wiedererkannt haben. Man hat total Angst, dass man blöd klingt. Man ist sich total unsicher, ob es jetzt wirklich das Zungengebet ist. Aber mein Rat ist, es einfach zu machen. Es kann natürlich schon sein, dass du das Gleiche erleben darfst wie die 120 Jünger an Pfingsten, dass der Heilige Geist einfach über dich kommt und du gar nicht anders kannst. Aber wisst ihr, Paulus hat im 1. Korinther 14 geschrieben, bemüht euch um die Geistesgaben. Das bedeutet, dass von mir erwartet wird, dass ich mich drum bemühe. Und dass ich nicht einfach jeden Tag bete, so dass jetzt endlich der Heilige Geist kommt und mich erfüllt wie an Pfingsten, sondern dass ich einfach anfange, in Zungen zu beten. Und ja, vielleicht mag das am Anfang noch ein bisschen Schalalabambam sein, aber es wird sich verändern und man kann die Geistesgaben sich antrainieren und irgendwann kommt der Durchbruch, wo man weiß, jawohl, jetzt bete ich in Zungen. Und der Weg wird aufführen, völlig neues Gebetsleben. Und ich wünsche dir das, dass du das auch erleben darfst. Einen wichtigen Punkt, wenn du das Zungengebet haben möchtest oder generell auch dich um andere Geistesgaben bemühen möchtest, bete dafür. Und das Schöne ist, es gibt manche Verse, da kann man Jesus voll beim Wort nehmen. Da kannst du quasi einen Bibelvers beten und sagen, du hast es da gesagt und jetzt musst du auch liefern. Und das ist ein bisschen frech, aber ich bin sicher, dass Gott dir das verzeiht und das dir nicht übel nimmt. Weil Jesus sagt nämlich in Lukas 11, in den Versen 9 bis 13 folgendes, und da nehmen wir ihn wirklich beim Wort. Jesus spricht, darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihm um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Hey, lasst uns Jesus beim Wort nehmen. Wenn wir Jesus um den Heiligen Geist bitten, wie viel mehr wird er ihn uns dann geben? Ich habe vorher von den Geschenken geredet und die Geistesgaben sind wirklich Geschenke von Gott an uns. Und Geschenke haben ja immer den Zweck, dass sie einem eine Freude bereiten sollen. Und es steht tatsächlich wortwörtlich, dass eine Frucht des Geistes ist Freude. Also einfach allein, um die Freude zu erfahren, die die Geistesgaben und das Zungengebet mit sich bringen. Es sind noch 8 andere Früchte. Hey, nehmt dieses Geschenk unbedingt mit. Lasst die Paketstation nicht ungenutzt, sondern geht dort vorbei und holt euch euer Geschenk ab. Wisst ihr, es gibt Christen, und ich bin sicher, hier sind keine davon, aber es gibt Christen, die laufen aus. Die sind wie eine Flasche, die unten ein Leck hat und wo es langsam raustropft. Die kommen am Sonntagmorgen in Gottesdienst und dann lassen sie sich wieder auffüllen mit dem Heiligen Geist und mit Freude und so weiter. Und nachher gehen sie in den Alltag, müssen 7 Tage lang warten und dort laufen sie aus. Tropfen langsam aus, bis sie leer sind. Dann gehen sie wieder am Sonntagmorgen in Gottesdienst, werden dort wieder aufgefüllt und dann tropfen sie wieder jeden Tag im Alltag langsam aus, bis sie leer sind. Aber wisst ihr, Gott hat eine andere Vision für uns. Gott stellt sich das anders vor. Und ich habe hier nochmal eine Folie mitgebracht. Gott stellt sich das so vor, dass wir im Gottesdienst gefüllt werden und total heiß sind, dass wir dort Gott erleben und dann sind wir gestärkt, ausgerüstet für den Alltag. Und dann gehen wir in den Alltag und dort machen wir ganz verschiedene Dinge und erleben Gott. Wir beten zum Beispiel in Zungen, werden erbaut und wir erleben Gott im Alltag und das erbaut uns und das macht uns heiß und dann kommen wir total heiß am Sonntagmorgen in Gottesdienst und berichten einander, was wir unter der Woche mit Gott erlebt haben. Und im Gottesdienst, da erleben wir Gott ja sowieso, da gehen wir total wieder heiß raus in den Alltag und freuen uns darauf, was Gott im Alltag mit uns tun wird. Und dann kommen wir am nächsten Sonntag wieder in den Gottesdienst, völlig heiß und erbaut und erzählen einander, was wir mit Gott erlebt haben. Und diesen Kreislauf stellt sich Gott für uns vor. Das ist das, was Gott für uns möchte. Und ich weiß nicht, ob hier einer ist, der von sich sagen kann, hey, ich brauche das Zungengebet dafür nicht.
Das Zungengebet ist dazu da, um uns im Alltag zu erbauen. Und es ist etwas, was wir nicht hier oben auf der Bühne nutzen sollen, um einander zu zeigen, wie toll wir sind, dass wir in Zungen beten können, sondern das ist etwas für dich persönlich, was dich im Alltag weiterbringen soll. Bete in Zungen, erlebe Gott im Alltag und dann komm am Sonntagmorgen und erzähl, was du erlebt hast. So hat Gott sich das vorgestellt für uns. Sei keine Flasche, die die Woche über ausläuft und nicht weiß, wie sie sich selber wieder auffüllen kann. Deshalb nehmt bitte unbedingt dieses Geschenk des Zungengebets an. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt an der Stelle den Heiligen Geist einladen, dass er wirken darf unter uns. Und falls Menschen da sind, die das Zungengebet noch nicht haben, dann sei jetzt mutig und fang einfach an. Du kannst gerne noch ein bisschen warten, bis die Band auch noch singt und spielt. Dann hört man es vielleicht nicht so gut, wenn es dir unangenehm ist. Das Zungengebet soll einfach nicht unter einem Druck passieren, sondern es ist deine freiwillige Entscheidung. Fang an, auch wenn es albern klingt am Anfang, zieh es durch, bleib dran und irgendwann kommt der Durchbruch. Ich möchte jetzt noch dafür beten, dass der Heilige Geist kommt und wirkt. Und falls sonst noch irgendwas abgeht hier, dann sind wir doch offen dafür und freuen uns drauf. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ganz bewusst ein, unter uns zu wirken. Und du siehst jeden Menschen persönlich, wo er gerade steht, in der Beziehung zu dir, wie es ihm geht. Und du siehst auch die Herzen, die sich jetzt in diesem Moment nach dem Zungengebet sehen. Und die denken, hey, ich möchte das so gern haben, aber ich habe es bisher noch nicht erleben dürfen. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du Mut schenkst, anzufangen damit. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Heiligen Geist schenkst, dass du dich selber verschenkst, wie du es schon all die Jahre getan hast. Du liebst uns so sehr und du möchtest uns diese guten Geschenke geben. Und bitte hilf du uns darin, sie anzunehmen. Ermutige du uns, sie anzunehmen und gieß jetzt deinen Heiligen Geist über uns aus. Wir freuen uns so sehr über dich. Du bist letztendlich der Sinn und der Zweck von all dem. Wir wollen dich erleben. Du großer Gott, Herr, wir wollen dich erleben. Darum gieß jetzt deinen Heiligen Geist aus über uns. Wir sind offen für dich. Amen.